Es ist eine Kräftigungsübung für den kompletten Oberkörper, für den Core und spricht insbesondere auch den Trizeps an. Ihr braucht dafür zwei Stühle im Optimalfall. Achtet bitte darauf, dass ihr die irgendwo abstellt, wo sie nicht wegrutschen können, am besten auf eine Matte oder einen Teppich oder ähnliches. Vom Abstand her platzieren wir die Stühle so, dass die Hüfte logischerweise noch dazwischen passt, wir aber die Hände relativ nah an die Hüfte ransetzen können und nicht zu weit greifen müssen. Wenn ihr die Hände setzt, achtet bitte darauf, dass ihr die in der Mitte von der Sitzfläche setzt und nicht zu weit nach vorne, weil sonst der Stuhl auch nach vorne kippen kann. Also Hände in der Mitte der Sitzfläche setzen, dann gehen wir mit den Füßen in der optimalen Ausführung so weit wie möglich weg von den Stühlen. Die Hände sind in dem Fall leicht hinter der Hüfte. Aus der Position lassen wir jetzt die Hüfte nach unten ab, bis kurz über dem Boden und drücken uns wieder nach oben raus. Das sieht dann so aus. Um das Ganze ein bisschen zu vereinfachen, können wir die Füße einfach ein bisschen näher rannehmen an die Stühle und die Knie auch leicht beugen. Wenn sich das immer noch recht schwer anfängt, fühlt, können wir die Füße noch ein Stück näher rannehmen und hier die Dips machen. Dann kann man auch mit den Beinen noch ein bisschen die Bewegung aufwärts unterstützen.